Ja, das ist so mehr so eine Hochrechnung, was man da macht, ja? Man nimmt einen definierten Bereich, versucht in diesem definierten Bereich die Muttern zu zählen und dann, ja. Ja, so ist das hier im Metallbearbeitung. Ja, immer versuche dann mal die Mutter, dann ist es День открытых дверей на фирме МКС, которая занимается изготовлением различных штуковин из металла. Это листы стали. Из них изготавливаются всякие интересные штуковины такого плана, как сейчас покажу. Вот такого. Для детей сегодня сделали вот такую площадку с играми. Habe ich schon erwähnt, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Ich sehe mich hier gerade speziell, die vier Leute, die sind gerade eingetrudelt. Ja, hier. Kaffee, Kuchen ist drin. Ja, im akustisch neu umgestalteten Speisesaal, der jetzt ganz leise ist. Dort haben wir Büchers schon die Kaffeetafel aufgebaut. Das war mein erster Arbeitsplatz hier, wo ich angefangen hatte, hatte ich die Maschine und die Maschine hier gesehen. Ne? Das war am Anfang, wo ich angefangen hatte. Ne? Von drum. So, das ist hier auch die gerade Maschine, da hast du, wenn du jetzt hier Blech hast, die so scharfe Kanten haben, die schiebst du hier durch und dann kommt die Frau gleich wieder gerade raus. Das ist ein großer Laser, die Laser ist ganz hoch, das kommt hier raus. Geht hier alles durch. Die Maschine, eine hier, eine da. Musik?
siehst du, wie viele. Mach mal die Schau vor. Ja, schau jetzt rein, wo ich. So, das ist hier eine Abtransbank. Hier werden Fläche gekantet, so, oder so, ne? So, mal hier rechts. So, was sagen, das war die Halle, wo ich auf Arbeit habe. Ja. Das ist, wie gesagt, das waren meine Arbeitsplätze hier. Das hier. Mhm. Ja? Hast die vier Plätze gehabt und hier wird eben gepunktet, ne? Das ist punktweise. Schon alles sauber. Wie bitte? Alles sauber. Hier aber auch, da habe ich auch mal ab und zu gearbeitet, der Platz hier. Bohrmaschine. Das sind hier die Schweißarbeitsplätze. Ein Schweißer, zwei. Das war Juri hier früher. Das ist Wolfgang sein Platz hier. Das ist auch Schweißer, ja? Alle Schweißer. Это рабочие места сварщиков. Hier ist eine Frau, die schweißt auch. Das ist die. Ich gestern will fragen, wo ist. War die da gestern, ja? Ich sehe nicht. Was ist das? Was? Das war auch Schweißarbeitsplatz hier, also. Тоже сварочное место рабочее. Это все, а das auch alles, ja? Das alles Schweiß. Это все места, рабочие места сварщиков. Das war hier. Das ist, wenn du zur Arbeit kommst, musstest du hier tippen, eintippen, einchecken. Und wenn du gegangen bist, Feierabend, hast du ausgecheckt. Arbeitszeit registriert. Genau. Registrator, ja. Рабочего времени. Und das ist? Das ist zum Schleifen, weißt du? Das ist so. Для шлифовки металла. Flächenschleifer, kann man sagen. Металлические, шлифуют металлические листы. Das ist toilet. Вот до такого состояния, как зеркало. Das ist das, was die Frau macht, das Mädchen. Die Bleche und dann macht die Dinger, die werden hier drauf geschweißt. Ne? Das machen die mit Maschine von. Das sind Teile, das der Mutter drauf gemacht, je nachdem, ne? Zum Beispiel solche Sachen hier, die habe ich gemacht. Christel, die Mutter, die musste ich hier drauf schweißen. Ne? Die Maschine hat die Mutter. Für mich du überarbeite. Ach, bei Arbeite. Ich
War es halt schon gemacht. Das ist hier auch ein Laser. Laserrobot. Ну, это понятно. Лазерная машина, робот. Was ist das? Zum Abbrennen. Wir haben hier Fläche hier so. Schneiden, ja? Nicht schneiden, kein Tüt. Guck hier zum Beispiel. Это сгибает. Du siehst das hier, das ist, ne? Und das ist dann fertig, ne? Das wird hier gemacht, ne? Гнущая, дающая. Вот такие вот заготовки гнет на такие вот штуковины. Hallo. Das ist Arbeitsplatz von Wurst. Da sitzt hier und macht den ganzen Tag so. Ja. Und dann macht die, wie ich es gezeigt habe, die Dinger hier, ne? Hast du eben hier so, hier, die hier, die Maschine, und dann werden die hier, ne? Автоматическая точечная сварка, как я понимаю. Weil ich habe hier in der Pulverbeschichtung in Händen und das massiert die dann mehr. Also, ja, deswegen. Ja, hier bei der Pulverbeschichtung ist die Vorlage hier, oder? Ja. Willst du mal den Laser angucken hier? Еще один лазер. Siehst du hier? Da macht die Schaufel. Ja. Лазер вырезает. Да, здесь вырезают открывашки. Potenziert sich dieses Elektron und wird dann halt als Photon ausgekoppelt und über ganz viele, also das geht dann in einen bestimmten Frequenzbereich, also es sind unendlich viele und die werden dann über diverse Umlenkspiegel dann zum Schluss. Не договорила, вырезала открывашки с жетонами для
тележек в супермаркетах с памятной надписью 125 лет фирме. Das kommt rein in die Maschine. Siehst du, wie stark der Stahl ist hier? Mhm. Ne? Bestimmt 10 mm stark. Толщина. Das wird dann gelesen, ne? Mhm. И вот, вот это ли вырезают на этой толстой стали? Вот это вот подъемники для листов. Вот стали. Магнитом поднимают. Ich glaube, die Maschine kriegen wir so. Ja, vielleicht.